hier, die meisten sind fortgeschritten, deswegen fliege ich hier durch. Und jetzt kommen wir zu Punkt 4 und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nutze Ich-Bin-Affirmation. Ich bin gesund, ich bin stark, ich bin glücklich, ich bin voller Liebe. Ich bin reich, ich bin erfolgreich, ich bin mächtig, ich bin dankbar, ich bin glücklich. Ich bin so dankbar, dass Geld zu mir kommt aus erwarteten und unerwarteten Quellen in zunehmendem Maße. Ich bin glücklich, ich bin so dankbar, dass ich gesund und voller Energie bin. Ich bin glücklich und ich bin so dankbar, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Jeder Mensch hat seine eigenen Baustellen. Den einen ist es wichtig, reich zu sein, dem anderen ist es wichtig, gesund und schlank zu sein. Andere wollen den richtigen Partner anziehen. Jeder hat seine eigenen Wünsche. Und alle deine wichtigsten Wünsche oder besser Ziele sollten durch wirksame Affirmationen unterstützt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das tun wir auch im 90 plus 90 Tage Ergebnis-Coaching. Wir entwerfen spezielle Affirmationen, um deine Ziele schneller zu realisieren. Und der Link und die Infos, die kommen am Ende, die werden am Ende eingeblendet. Also nutze Ich-Bin-Formulierung und wenn du magst oder wenn es sich gut für dich anfühlt, setze Ich bin glücklich und ich bin so dankbar davor. Also ich bin glücklich, ich bin so dankbar, dass Punkt, Punkt, Punkt. Ganz, ganz, ganz machtvoll. Und damit du dir das heute wirklich alles merkst, wiederhole ich nochmal schnell. Punkt 1 war Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Immer und immer wieder. Punkt 2 war Worte müssen Emotionen auslösen. Punkt 3, die Basics, positive Formulierung. Kurze, einprägsame Sätze formulieren in der Gegenwartsform. Punkt 4, nutze Ich-Formulierungen. Und jetzt kommen wir gleich zu Punkt 5. Gleich. Ha, jetzt sehe ich den Chat. Ilara sagt, diese Werbung wirkt nur, wenn man sich manipulieren lässt. Das tue ich nicht. Nein, das stimmt nicht. Diese Werbung wirkt unbewusst. Da hat niemand Einfluss drauf. Und wenn du zur Coca-Cola-Zielgruppe gehörst, dann wirkt diese Werbung für jeden. Ob du das wahrhaben willst oder nicht. Die würde sogar für mich wirken. So, kommen wir zu Punkt 5. Wenn du also eine Affirmation nutzt, wie ich bin reich oder ich bin Millionär, dann tust du das, weil du Herausforderungen im Bereich Finanzen hast, weil deine derzeitige Situation wahrscheinlich unbefriedigend ist. Wenn du die Affirmation, ich bin gesund, ich fühle mich voller Energie oder ich bin topfit und wiege 59 Kilogramm und halte mein Gewicht mit Leichtigkeit, wenn du diese Affirmation nutzt, dann hast du Herausforderungen mit deiner Gesundheit oder mit deinem Gewicht. Und manchmal, besonders bei denjenigen, die gerade mit Affirmationen starten, ist es oftmals am Beginn so, dass beim Wiederholen der Affirmation das Gefühl hochkommt, das stimmt doch nicht, das ist Blödsinn. Du sagst, ich bin reich. Dein Unterbewusstsein sagt, nein, das stimmt nicht, du bist pleite. Du sagst, ich bin gesund und voller Kraft. Dein Unterbewusstsein sagt, nein, du bist krank und liegst im Bett und außerdem bist du zu fett. Du sagst, ich bin erfolgreich in allem, was ich tue. Dein Unterbewusstsein sagt, nein, schau dir doch die Vergangenheit an, was da nicht alles passiert ist. Du sagst, ich liebe mich selbst. Dein Unterbewusstsein sagt, seit wann denn das? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Und am Beginn fühlen sich neue Affirmationen nicht angenehm an. Sie fühlen sich zuerst fremd an und darauf bist du nun vorbereitet. Das ist ganz normal. Und um die anfänglichen Proteste deines Unterbewusstseins zu umgehen, lass einfach das Ich Bin zuerst weg. Der Punkt 5 ist, nutze keine Ich Bin-Affirmationen. Also Marcel, erst sagst du, ich bin es so wirkungsvoll und jetzt soll ich Ich Bin weglassen. Was denn nun? Ja, ganz genau. Ich bin es wirkungsvoll, weil ich bin Affirmationen, die setzen am Selbstbild an. Und das ist so machtvoll an dem, was du selbst von dir glaubst. Und darum sind diese Ich bin Affirmationen die machtvollsten Affirmationen. Aber das nützt nichts, wenn dein Unterbewusstsein deine Affirmation wieder ausspuckt am Beginn und sagt, nein, stimmt nicht. Also mache es deinem Unterbewusstsein leicht und mache es wie folgt. Nutze Worte. Worte wie Gesundheit, Vollkommenheit, Wohlfühlen, Energie, Glück, Reichtum, Fülle, Überfluss, Erfolg, Glück, Sicherheit, Liebe, Vollkommenheit, Geborgenheit
Und auch diese Worte, wenn du sie mit Gefühl und Hingabe aussprichst oder nur gedanklich wiederholst, also in Gedanken dir die Worte sagst, dann erzeugen diese Worte in dir die Energie oder die Schwingung oder die Stimmung, die mehr von dem schafft, worauf du dich mit diesen Worten gedanklich und somit energetisch fokussierst. Also mach es dir am Beginn leicht, indem du deine Affirmation für dein Unterbewusstsein akzeptabel machst. Und danach, wenn du dich mit den Worten richtig wohlfühlst, dann wechsle zu Ich-Bin-Formulierung. Mit den Affirmationen ist es so. Du pflanzt einen Samen in die Erde und dann gießt du ihn, dann pflegst du ihn, dann hegst du ihn. Und der Samen beginnt langsam zu sprießen. Die ersten kleinen Blätter zeigen sich. Und bald wird die Pflanze immer, immer stärker und immer, immer stärker. Und so ist es auch mit Affirmationen. Affirmationen werden wirkungsvoll durch viele, viele Wiederholungen und Emotionen. Und wenn du Widerstand empfindest, dann wechsle einfach zu Worten. Worte führen dich auch in die Stimmung. Wenn du sagst, ich bin selbstbewusst und dein Unterbewusstsein sagt, stimmt ja nicht, du bist nicht selbstbewusst, du bist total unselbstbewusst, dann sagst du, ich liebe es, selbstbewusst zu sein. Ich liebe es, selbstbewusst zu sein. Und wenn du das sagst, wird dein Unterbewusstsein dir weniger Widerstand schicken. Und du fängst an mit, ich liebe es, selbstbewusst zu sein. Ich liebe es, selbstbewusst zu sein. Ich liebe Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Ich liebe mich selbst. So beginnst du mit Affirmationen. Sobald du inneren Widerstand führst, der innere Widerstand wird sowieso gebrochen. Der wird gebrochen, indem du es immer und immer wiederholst. Aber wenn du das dir am Anfang leichter machst, dann geht es schneller. Also lass uns zu Punkt 6 kommen. Der Punkt 6 ist ein ganz wichtiger Punkt.